Hallo und herzlich willkommen zu Nerim am Rande des Schicksals mit dem inkompetenten Kim. Hallo Kim. Und den überaus talentierten Master Race-mäßigen Rockley. Und da haben wir schon unseren ersten Gegner nach kaum 20 Sekunden. Und da war dieser komische Frame Drop. Ich hoffe mal, das bleibt bei die. Ey, Leute, seht ihr das? Das habt ihr. Was ist los, Kim? Kim! Du hast gerade einen Gegner angegriffen. Hast du Fieber? Ah, leider bin ich kein Heiler, sonst würde ich bei dir mal kurz Temperatur messen und so, ne? So, und ich nehme ein paar Alchemie-Zutaten mit. Oh, hier scheint einiges an Ruinen so zu sein. Aber wir haben einen richtig langen Weg, deswegen wollen wir mal nicht so trödeln. Für diese Gegenden haben wir noch wann anders Zeit. Außerdem werden wir ja noch genügend Gegner vor uns haben. Aber dass Kim was getan hat, das ist außergewöhnlich. Sind die kleiner? Guck mal. Kim. Kim. Seriously? Ich sehe schon, komm. Jetzt, diese Folge sterben wir noch bei. Wegen dem. Was kommt dir auf einmal, ihr kleinen Viecher? Hä? Du hältst aber mehr aus als dein größeres Exemplar-Typ. So. So. Boah, wir sollten wirklich mehr auf Heilung gehen. Auch. Ansonsten schön die Feuerzauber nutzen. Tja, Kim, das war's. Wir sind alle Geschichte. Wir können weiter. Und nehmen die Alchemie-Zutaten mit. Damit wir viel XP machen und Tränke zum Verkaufen haben. Vor allem zum Verkaufen. Weil dann werden wir ganz schön reich und können uns die Rosen dort warten. Falsches Spiel. Naja. Ich weiß nicht, ob man... Ah, ich denke schon. Das geistige Gut von den Machern von Surai oder Surai... Shurai... Wie man es nennen möchte. Ich kann man... Ah, ich glaube, das hatten wir auch schon in der letzten Aufnahme kurz debattiert. Ob Nerim als eigenes Spiel angesehen werden könnte. Und ja, ich würde ja sagen. Weil das ist... Die haben eine eigene Story. Selbst vertont. Teilweise eigene Parameter geschrieben. Eigene Script-Events. Und wir werden, glaube ich, an diesem Wolf so sterben. Und alles drum und dran... ich bin mir so ziemlich sicher, dass man es als eigenes Spiel abstempeln kann. So, jetzt versuchen wir etwas zu schlagen, was wir noch nicht mal richtig sehen. Wir sehen nur unseren Feuerball. Mehr oder weniger. Glibberzeug. Hat nichts bei... Oh, oh. Okay. Der Schattenwolf sollte relativ gut austeilen können. Deswegen ist hier mit Vorsicht zu arbeiten. Und dann fliegt er hier rüber. Warte mal, ich will deine Einzelteile haben. Wolfsfleisch, danke. Nein, man will sich ja nicht beschweren, oder? So, Alchemie-Zutaten, gibt sie mir alle. Alle 152. Ah, da ist was. Eine Art Burgfestung. Ah, wird wahrscheinlich aber schon auf dem anderen... Auf der anderen Seite des Gewässers sein. Wow. Schon wieder so einer. Oh, ja, ich glaube, das hat gerade reingehauen. Okay, wir müssen uns konzentrieren. Immer schön zurückschlagen. Bevor er uns schlagen kann. Kim, so läuft das nicht. Oh Gott, das war knapp. Nein! Was hat der... Warte mal. Wir sind nicht am Clanfall gestorben. Das war Kim. Kim hat uns eiskalt umgenockt. Ich hab doch gesagt, wir sterben diese Folge noch wegen dem. Weil das wäre unmöglich gewesen, dass dieser Malfresser... Scheiße, wir sind sowas von tot.
Kim, du hast jetzt nicht ernsthaft einen Eiszauber auf uns gewirkt. So. Wir heilen uns erstmal ein bisschen. Ja, da, das ist Cheaten. Cheaten nennen wir das. You filthy console peanut. Ja, heil mich. Haben wir eigentlich noch was anderes dabei, außer Kims Stahlpfeile, die wir wahrscheinlich aus unserem eigenen Körper noch rausziehen können? Wir sollten mal... Es sind immer noch Feinde in der Nähe. Wo denn jetzt? Wow. Für den Paladin halten wir relativ wenig aus, wenn ich dran denke, dass wir hier die Kriegerklasse personifizieren. Wir sind immer noch Gegner in der Nähe. Das kann ja noch weiter werden. Wahrscheinlich kommt gleich auch noch ein Drache. Ein Schrein. Interesse hätte ich schon, da hochzugucken, aber es ist noch so ein langer Weg. Und wir sind ja jetzt schon am Kämpfen wie die Blöden. Ah, wir haben kaum Vorräte, okay, hatten wir davor auch. Aber ihr wisst wahrscheinlich was. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Apropos, es wird zwar... Ich kann eigentlich darüber reden, weil ich denke, diese Folge wird erst ab nächster Woche kommen. Also wenn ich... von nächster Woche spreche, meine ich von der Woche nach dem 15. September. Dann wird ja am Wochenende CSGO wahrscheinlich kommen. Hat man sich sogar auf Facebook gewünscht. Ich habe es mir für mich mal gewünscht. Dann habe ich mal jemand angehauen. Vielleicht kommen ja noch mehr dazu. Dass wir da ein bisschen zusammen Ranking spielen und auch aufnehmen. Kim, du bist so ein dreckiges Arschloch. Kim! Kim! Ich bring dich um! Boah, Kim, du bist so... Jetzt greifst du zwar die Gegner an. Aber tötest... Du hast uns bis jetzt zweimal auf dem Gewissen gehabt. Wie kannst du damit weiterleben? Du kannst doch hier nicht einfach den Aufnehmenden töten. Das ist doch widerwärtig. So, wir sind im Kampf. Ich weiß echt nicht, warum das hier in der Aufnahme so laggyhaft ist. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Wir haben zwei Fackeln bekommen. Ach komm, clean wir den Strand. What? Das hat mich geblockt. Okay, mit Zaubern kommen wir da nicht sehr weit, weil es einfach gegen uns springt. Kim! Jetzt reicht es doch mal! Kim! Was machst du? Nein! Aufhören! Kim! Fick dich! Berühr mich nicht! Guck woanders hin! Auch wenn du Heilzauber sprichst. Das ist mir zu riskant. Okay, ein Lebenszauber, das ist unsere Chance. Ist Kim eigentlich auch jetzt Paladin geworden, weil wir Paladin geworden sind? Für so unwahrscheinlich halte ich das nämlich gar nicht. So, mal gucken. Vielleicht ist ja hier Treibgut. Aber ansonsten haben wir hier ein paar Muffeln. Muffel. Eine Truhe mit nichts drin. Ah, fick dich doch. Das kannst du mir nicht erzählen. Du bist sauer auf uns, nachdem du uns mehrfach getötet hast. Und das ist... Kim, das ist schmerzhaft. Ah, gib mir dein Krabbenfleisch. Kim, du bist echt... Ich mach mir Sorgen, Kim. Ich glaube, du bist dumm. Wann sind wir in Wellenfels mal da? Wir haben gerade mal die Hälfte der Strecke vermutlich gefühlt. Und der Weg ist auch nicht so sicher. Vor allem, weil wir die Unsicherheit mit uns führen. Warum hat Mersul uns nicht alleine losgeschickt? Das wäre viel angenehmer für die Reise, für die Gegner.
Nein, 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 nein. Ich habe keinen Bock, jetzt Untote anzutreffen. Untote sind immer mies. Und dann vor allem mit einem Bogenschützen, der eher auf die verbündeten Lebenden schießt, als auf die feindlichen Untoten. Nachher bringt er uns eh um, wie Arthas damals sein Vater in Warcraft 3. Ich muss ja gestehen, ich habe mir eigentlich total oft gewünscht, Warcraft 3 zu Let's Playen. Oh, wir sind da. Aber na, irgendwie kam ich nie dazu. Beziehungsweise, es ist viel. Und dann mit Frozen Throne. Und, das einfachste Strategiespiel ist es auch nicht, meiner Meinung nach. Und, ist halt, hat schon einen gewissen Altersgrad. Wobei, ich kenne bis jetzt nur einen, der es auch Let's Played hat. Und das ist Blackhand Commando. So. Wir haben die Anlegstelle von Wellenfels erreicht und ich sollte jetzt nach den Plünderern ausschauen. Siehst du das Schiff da hinten? Das müsste es sein. Komm. Fick dich. Ganz ehrlich, du hast bei mir es sowas von verspielt. Reden wir erstmal mit... Seid ihr gekommen, um euch... ...dem da. Ich weiß nicht. Gut, ich bring... So, einmal das. So einfach just for the fun. Und dann gucken wir mal. Hatte du denn was Schönes für uns zu bieten? Nee, haben wir denn was Schönes, was wir dir anbieten können? Naja, bis auf die paar Pfeile... Ah doch, wir haben sogar einiges. Perlen können wir verkaufen. Die Hälfte der Spitzhacken können wir verkaufen. Wobei, ich glaube, die haben ja irgendwie magische Effekte nachher gehabt. Ja, okay. Dann scheppern wir mal los. Wenn die Plünderer uns haben wollen, vorausgesetzt. Ach ja, das gute alte Meer. Ich denke mal, wir dürfen reden und soweit ich weiß, ist der erste Mat höher gerankt als ein Matrose. Was gibt's denn, hä? Wollt ihr Zeug kaufen? Wir haben so ziemlich alles, was man brauchen kann. Müsst nur sagen. Wir möchten nach Stormwind. Hey, Stormwind. Nun, nichts Ungewöhnliches. Na, kommen wir mal wieder mal ein paar Leute mit. Kein Problem. Mit ein bisschen Gold könnt ihr mitkommen, sobald der Captain wieder da ist. Wo ist denn der Captain? Wann wird das sein? Hey, sehe ich etwa aus wie der Schöpfer höchst selbst? Wächst mir etwa Gras aus der Tasche? Woher soll ich denn wissen, wann dieser Trunkenbold wiederkommt? Hat sich doch letzte Nacht wieder volllaufen lassen. Da ist ein Schiffsleck, ein Scheißdreck dagegen. Eigentlich hätte er mittlerweile wieder hier sein müssen. Ei, wer weiß. Kann ja sein, dass ihn wieder mal wer weggeschnappt hat. Kommt ab und zu vor. Banditen und so. Wieso haben ihn dann immer irgendwelche unausstehlichen Gutmenschen wieder zurückgebracht? Eigentlich schade. Hey, weil ich würde dann eigentlich Captain werden, wenn der Typ 3 Tage verschwunden ist. Ist er schon kommen. Also vielleicht klappt's ja diesmal. Müsst ihr Zuckerpüppchen halt dann wieder kommen, wenn ich der Captain bin. Oder der Saftsack kommt doch noch. Ach, werden wir ja sehen. Der wird's wahrscheinlich... Toll. Und was machen wir jetzt? Es wäre bestimmt ein guter Anfang, uns in der Taverne umzuhören. Der Captain war sicherlich dort und der Wirt weiß vielleicht, wo er hingegangen ist. Kim, du bist echt ein Genie. Wo würde ich hier in diesem netten Örtchen denn sonst Alkohol bekommen? Bei den Fischern? Im Wäldchen? Bei den Zombies? Ich weiß nicht. Ach, gucken wir uns erstmal da bei der Kapelle um. Nicht wegen dem Captain, sondern einfach wegen, Teleportationszauber. Arschloch. Das verletzt meine Gefühle schon ein bisschen, ne? So. Ich denke mal, du bist hier der Teleportmeister. Ah, können wir eigentlich machen.
erstmal das hier. Okay, wir haben jetzt... Dann hätte ich jetzt gesagt, noch die Wohltat. Ja, dafür auch reicht unser Budget jetzt nicht mehr. Generell werden wir wahrscheinlich auch noch die Leute bezahlen müssen. Dann gucke ich mal, dass wir vielleicht hier ein bisschen zusammenbrauen können. Apfel. Ah, haben wir sogar einiges. Das kann man dann nachher schön verkaufen. So, dann noch Lauch. Nice. So, dann festige Charisma. Oh, davon haben wir jetzt ein paar, möchte ich mal behaupten. Aber auch nur ein paar. Haben wir gerade gesehen. Wir haben eine Seewurz, nennt sich das hier, okay. Aber wie viel wiegt denn das Kraut? Das heißt, ah, geht ja, sind 7,2 Kilo. Das sind, ihr seid das, okay. Okay, gucken wir mal, wie viel... Was, nee, was machen Tomate? Ah, komm. Wir ernten mal alles ab. Habt ihr egal, ich bin ja Eterna-Pack. Dann nehmen wir einfach mal alles mit, aber einfach alles. Könnt ihr gucken, wie er klarkommt. Und hier auch nochmal alles meins. Das gehört jetzt alles mir, Leute. Und damit ihr es mir nicht abdrückt... wieder wegnimmt, meine ich. Machen wir jetzt das hier. Kürbis. Wassermelone. Und Tomaten. Boah, damit werden wir einiges verkaufen können. 43, ich bin zwar jetzt nicht im Kopf rechnen, aber 43 mal 6, das sollten schon ein paar Hunderte ergeben. Dann geht hier Alchemie wirklich einfacher von der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen. Die große Frage jetzt ist, wo ist die Taverne, ne? Warte, ist da noch was? Plünderparty. Tabak, 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 Tabak. Und, das andere Zeug. Oh, ja. Ich hoffe, ihr hört meine Leertaste. Das ist nämlich... ein Beweis für meine... Für... Ihr wisst schon... mein Fleiß. Wo ist denn hier jetzt? Hier. Hier. Zack, 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 zack. Und dann nochmal. Zack, 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 zack. Da bin ich ja schon echt gespannt. Wie sieht denn unsere Alchemie aus? Boah, sind wir sogar fast Lehrling. Das ist nice. Das ist echt nice. Weil dann sehen wir auch zwei Dinger. Und dann können wir mehr machen. Ich würde mal behaupten, so ganz minimal, das ist die Taverne. Zum rostigen Anker. Dann hören wir uns doch mal um.